Liebe Kolleginnen und Kollegen, in wenigen Wochen findet unser 7. Kongress der Swiss Academy of Ophthalmology in der wunderschönen Umgebung der Stadt Luzern im Kulturzentrum KKL statt. Für diese vielversprechende und außergewöhnliche neue Ausgabe haben wir das Thema Alles im Fluss, Herausforderung gestörter Flüssigkeitsströme im Auge gewählt. Das Thema der Augenflüssigkeiten wird wie der rote Faden sein, der alle Sitzungen in den verschiedenen Fachbereichen miteinander verbinden wird. Das Programm wird von 6 ebenso anregenden Satellitensymposien der Sponsoren begleitet. Die Sessions bieten Ihnen mit ihrem wissenschaftlichen Programm wieder ein ausgezeichnetes, praxisorientiertes Update aus allen Bereichen unseres Fachgebiets. Das Format der SAO 2023 ist vollständig in Person vor Ort, wenngleich Aufzeichnungen aller Sitzungen am Ende des Kongresses zur Verfügung gestellt werden. Alle Sitzungen werden simultan vom Deutschen ins Französische und umgekehrt übersetzt und werden nach Ende des Kongresses online verfügbar sein. Neu in diesem Jahr sind ebenfalls Wetlabs zu Phakochirurgie und Nahttechniken. Unsere begehrten OCT- und Injektionskurse werden ebenfalls wieder Teil des Fortbildungsprogramms sein. In Zusammenarbeit mit den Young Swiss Ophthalmologists organisieren wir wieder unseren beliebten FEBO-Kurs, um jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzten bei der Vorbereitung auf die FEBO-Prüfung zu helfen und ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Lassen Sie sich die nächste SAO nicht entgehen. Ich lade Sie hiermit persönlich ein, am 7. SAO-Kongress vom 1. bis 3. März 2023 in Luzern im KKL teilzunehmen. Ich freue mich, Sie in wenigen Wochen in Luzern begrüßen zu dürfen.